Willkommen zurück zu einer neuen durchgebohrten Folge Far Cry 6 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder reinbohrst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Bohrköpfe, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Phillys Magie. Wir müssen sie auf jeden Fall zaubern und ein Gewinnspiel läuft natürlich immer noch. Bis Freitag könnt ihr dieses Spiel hier gewinnen für den PC, für die PlayStation oder für die Xbox. Alles steht zur Auswahl. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Und ja, Discord steht unten in der Beschreibung. Guckt mal rein, da findet ihr tolle Links. Ganz viele tolle Links. So, ich habe in der letzten Folge die Bohrinsel erobert und ich muss sagen, eine Sache verstehe ich nicht ganz. Man levelt ja hier. Ja, man hat ja so einen Fortschritt. Und auch die Gebiete haben ja wirklich ein Level. Man sieht ja da irgendwie Rang 7, Rang 6 und so weiter und so fort. Aber ich verstehe nicht, wie das Levelsystem so exakt funktioniert. Ich meine, werde ich wirklich stärker? Ich finde ja random Waffen. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie mich auf die Suche begebe nach irgendeiner coolen Waffe, ich gucke auf YouTube, beste Waffe in Far Cry 6, und dann kann ich ja rein theoretisch mir die direkt holen. Wenn es dann heißt, ja, es gibt eine extrem starke Waffe, dann musst du hier drüben in den Berg fliegen, das ist eine kleine Höhle, dann machst du eine Kiste auf, bumm, gehört sie dir. Und dann bin ich ja dementsprechend super strong, weil ich habe eine super stronge Waffe. Was bringt denn also dieser Rang? Was bringt der? Unbefugtes Gebiet. Okay, die Grenze da unten, die gehört uns. Und ich bin ja bis jetzt nur in diesem kleinen Gebiet, ne? Also ich, boah, schaut euch das an. Schaut euch das an, wie viel es noch zu tun gibt. Wir sind quasi am Anfang. Da hinten ist das Empire State Building. Ja, hier, Rang 5. Wie definiert sich Rang 5? Weil ich bin jetzt, glaube ich, Rang 6. Jetzt bin ich Rang 7 wieder, jetzt bin ich wieder Rang 5. Weil ich merke auch keinen Unterschied von den Gegnern. Ich habe einmal einen Gegner gesehen. Bin ich schon vorbeigeflogen? Komm ich denn da rein? Ich habe einmal einen Gegner gesehen, der... Wollen wir hier rüberfliegen? Das Problem ist immer, wenn ich hier in das andere Gebiet rein snappe, verschwindet ganz kurz jede Anzeige. Der hatte eine rote Markierung. Das war's. Na, hier geht's rein, glaube ich. Yes. Vorsicht. Ja, geht. Gut gelandet. Ja, ein Gegner mit einer roten Markierung, roten Lebensbalken, das war's. Okay, ich schmeiß Phillys Kram einfach auf seine Werkbank. Philly? Ja, Hit? Ich hab das Zeug. Warum trägt Daisy eine Sprengfalle? Manchmal müssen wir denen wehtun, die wir lieben, Hit. Nachdem sie uns Napalm gemacht hat. Aber erst muss ich sie reparieren. Mit einem Krokohelm. Ja, das bringt die Phili-Magie in Gang. Das ist meine Daisy! Wahre Liebe. Vamos. Oh, nö. Explodiert das Ding? Was? What? Moment, war der hier nebendran oder darf man das Ding nicht zerstören? Okay. Gut. Gut, gut, gut. Cool, 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 cool. Ist irgendwo da hinten? Komm schon, Katze, hol sie dir. Okay, Bogen ist, glaube ich, gerade keine gute Idee. Nehmen wir mal dieses Baby hier. Die Katze macht einen guten Job. Okay, kommen die nur von hier? Ich gehe mal aus der Höhle ein bisschen raus. Sonst explodierst du wieder. Aber ist der hier beim Tank? Ist das unser Tank? Ach so, ah, da pumpen wir es anscheinend rein. Ich dachte, die Gegner wären damit vorgefahren, weil das
Ding sieht neutral aus. Und sie kommt von allen Seiten. Hey Philly, kannst du was oder stehst du nur dämlich drum? Okay, Katze regelt. Katze regelt gut. Champagne. 19 von 24. Ein Opferinstinkt. Wo ist hier noch jemand? Da oben kommen die auch. Schnapp sie dir, meine Hübsche. Reißen und zerfetzen. Okay, es kommt noch mehr irgendwo von unten jetzt. Achtung. Dale, Chica. Ah, hat meine Katze totgetreten? Das Napalm ist fast fertig, ey. Er hat meine Katze totgetreten. Ja, komm wieder hoch. So, meine Süße. Die gehört nur dir. Ah, nicht auf den Tanker schießen. Boah, wie der einfach nicht drauf geht, der Dude da hinten. Was? Er lebt immer noch? Was ist das für ein Übermensch? Hol sie dir. Ja, so ist gut. Komm. Braves Mädchen. So ein braves Mädchen. Jetzt kommen sie irgendwie von hier oben. Warum? Warum kannst du hier nicht hoch? Ey, das Klettern ist irgendwie so... Doch. Was macht ihr da unten? Was, Philly ist auch down? Ja, ja, ich bin unterwegs. Nee, bitte sehr, bitte. Oh, komm, 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 hoch, 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 hoch. Au. Uff. Oh, what? Ey, Philly. Das wäre mies, Mann. Ja, ich bräuchte deine Hilfe. Bin sofort da. Die hilft mir nicht, oder? Die hilft mir nicht, ne? Oh Gott. Nein, der lässt mich hier verrecken. Na, aber er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Philly. Oh, Philly, dankeschön. Die schießen, als wollten sie sich selbst in die Luft jagen. Oh, das werden sie auch. No, 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 coño! Ich muss den Wagen hier rausbringen. Kümmer du dich um Diesel, Daisy. Diese scheiß Soldados dürfen sie nicht anfassen. Gib Daisy einen Kuss von mir, Held. Ay, coño. Kann ich nicht einfach den hier machen? Okay, er hat irgendwie den Tank nicht zerstört. Das aber. Philly, alles erledigt. Daisy ist... Nein, lass das.
Ich will mich so an Daisy erinnern, wie sie war. Sie hat dich geliebt und hat nur Gutes über dich gesagt. Ah, okay. Aber sie ist nicht umsonst gestorben. Sie hat uns mit endlosen Litern ihres süßen, feurigen Schweißes. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwie ein Schatz. So unter Wasserfall. Klassiker eben. Aber anscheinend nicht. Aber sie ist nicht umsonst gestorben. Sie hat uns mit endlosen Litern ihres süßen, feurigen Schweißes gesegnet. Und wir werden diesen Schweiß auf Rost... Meine Güte! Red doch zu Ende! Okay, warte. Die Leiter ist hier zu Ende. Jetzt kann ich einsammeln. Wir werden diesen Schweiß auf Rosé regnen lassen und ihm beim Schmelzen zusehen. Denn Daisy das nur erleben könnte. Ich weiß. Mein herzliches Beileid, Philly. Ist nur eine Maschine, Held. Krieg dich ein. Gut, Shampoos. Die nächste Mission wartet. Das Ende. Von diesem kleinen Spitzbuben. Oder auch nicht. Wer ist ein guter Junge? Hola, Guerrero. Hola. Was fehlt denn jetzt noch? Wer ist ein guter Junge? Müssen wir auch noch machen? Ich will José endlich brennen sehen. Ich will unendliches Leid über ihn hinabsteigen sehen. Sondereinsätze. Moment, wie während des Kampfes? Ich kämpfe doch gar nicht. Dios mio, diese Katze. Hast ein Selfie gemacht, Dude? Dios mio, diese Katze. Nö, ich kann keine Schnellreise machen, weil ich irgendwie angeblich im Kampf bin. Okay, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's, Leute. Oje, Danny. Oje. Versteck. Verbessern. Jo, ich hab hier genügend Zeug. Es nimmt kein Ende. Sehen wir das auch optisch? Centro de Refugio. Hallo. De vuelta, Fili. Held! Bist du bereit, Gott zu sehen? Ich hoffe, du hast die Cojones, die ich brauche. Warte, das klingt irgendwie komisch. Besorg mir ein Militärflugzeug, okay? Die gibt's auf jedem Flugfeld. Oh, und eine Pitching-Maschine. Wie die an Baseballplätzen. Sonst noch was auf deiner Einkaufsliste, Philly? Soll ich dir noch ein paar Bierchen mitbringen? Ich bin schon voll, wenn ich nur dran denke. Hey, pass auf die Flugabwehr auf, wenn du in der Luft bist. Wenn du nicht willst, dass man dir Feuer unterm Arsch macht. Bitte sehr. So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hunders arbeiten. Aber du verdienst das, Perrito. Ah, das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? 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 Habe ich ihn jetzt als Amigo? Habe ich ihn jetzt als guten Freund? Was meint ihr? Kopf weitertragen? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, es sieht schon cool aus, so ein Krokokopf, oder? Es hat seine Reize. Krokoman, Krokoman. Macht, was immer ein Krokoman kann. Habe ich ihn jetzt wirklich als Amigo? Und was bringt der eigentlich? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hund gut kämpfen kann. Streicheln. Jetzt will er noch gestreichelt werden. Das kranke Mistvieh. Okay. Er hat wieder irgendwas zu sagen. Mhm. Ja, verstehe. Aha.
Wow, okay. Wow, die Lage ist ernst. Wo krass. Willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, gut, ich folge dir. Ich folge dir, Kleiner. Der Hund ist der wahre Anführer. Was hast du denn da? Des Widerstands. Ist das für mich? Was hat er denn hier Süßes? Na, guck mal, hier eine kleine Schatulle. Muy bien, perrito. Und mit Kleber drin. Muy bien. Bueno, mein Freund. Was macht er denn nun? Noch ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? So ein guter Junge. Hey, nicht schlecht, Chorizo. Krass. Seine geheimen Fleischvorräte. Verbuttelt im Dreck. Was will ich damit nur anfangen? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Zeug ist gammelig, stinkt und ist total verunreinigt. Aber hey, danke schön, Hund. Du hast was versteckt, ha? Du kleiner Guerrier. Mhm. Kluger Junge. Ein mysteriöser Schlüssel. Ich sag ja, der ist ja wahre Anführer hier von dem Laden. Hätte der Hund das Kommando, ne? Würden die Leute dem Hund mehr zuhören? Oh. Dann wäre hier schon alles easy. Kann ich eigentlich auch hier wieder so einen Perk freispielen, dass ich zwei Begleiter haben kann? Weil das war auch mal geil. Irgendwie vermisse ich das alles so ein bisschen. Du warst ja richtig fleißig, was? Mierda. Du bist einfach zu gut. Was nun? Du, Freund? Was Fili davon? Was sag ich hier eigentlich? Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ach, jetzt habe ich ihn als Friendo. Oh. Sweet. Du bist mein kleiner Friendo. Kann man dich streicheln? Hola, amigo. Ich wollte mal hier noch zur Werkbank hin. Eigentlich wollte ich mir den hier mal angucken. Wo habe ich denn den Bogen? Hier. Aber wir motzen ihn natürlich noch ein wenig auf. Munition. Hatten wir nicht irgendwas Geiles? Hier, Präzisionspfeile. Mist, da fehlt mir aber Kram. Mhm. Das ist eigentlich auch ziemlich geil, aber... Nehmen wir das hier mit. Farbenmäßig. Bunt. Was haben wir hier noch? Der neue Anhänger können wir ranmachen vom Hundi. Keine Ahnung, wo der ist. Ist das hier ein Krokodilszahn? Auch irgendwie ganz cool. El Crocodilio. Gut, ich habe einen neuen Bogen. Ich habe einen neuen Bogen. Und ich bin schon ganz wuschig, wenn ich an meinen Bogen denke. Hundi, komm mit! Ich habe keine Ahnung, was seine Funktion ist. Außer niedlich sein. Wäre voll witzig, wenn der Gegner so ein bisschen, bezirzen würde. Weißt du, dass die Gegner hingehen und sagen, oh, ist der süß. Dann beißt er in die Kehle auf. Ablenkungshund. Oh, guck mal, wie niedlich. Und tot. Das wäre der perfekte Hund. Kalito-Effekt. Sieht auch niedlich aus, ist aber brandgefährlich. Absoluter Killer. So, meine Freunde, wir segeln mal hier drüben hin. Oh, ist wieder ein langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg. Aber wir haben einen neuen Bogen und einen süßen kleinen Hund. Ich sollte das Baseballfeld überprüfen.
War das nicht in der Nähe von der Kirche? Und dann brauchen wir einen Militärflieger. Genau das meine ich. Rang 6. Was ist ein Rang 6 Gebiet? Durch was zeichnet sich das aus? Ich sehe da keinen Unterschied bis jetzt. Irgendwie ist alles so... Ich weiß nicht, so uneinsichtig. Ja, hier waren wir schon mal. Das alte Baseballfeld. So, ich parke direkt davor. Oh, die spielen hier sogar. Cool. Als nächstes ist Paria 3401 dran. Ganz frisch vom Feld mit gepfefferten Schlägen. What? Nicht für die Parias, schon nicht für Baseball. Okay, die machen hier Killer-Baseball. Können die hier Verstärkung holen? Jetzt ganz vorsichtig. Der hier ist mein Problem. Ah, natürlich bewegt er sich jetzt. Hola, Chica. Mal raus hier ein bisschen. Haben die hier Alarm? Was kann der Hund? Ich kann auf jeden Fall schon mal keinen Befehl geben für Fass. Als nächstes ist Paria 3401 dran. Ganz frisch vom Feld mit gepfefferten Schlägen. Die Person kann nicht weit sein. Nee, ist sie auch nicht. 32:0 für die mutigen Soldados von Yara. Mal sehen, ob dieser Paria das Blatt wenden kann. Ich will den hier holen. Er macht erstmal den Johnny Smoker. Next one, please. Noch jemand? Och, die haben trotzdem Heli. Schaut euch auf, Danny. Das gibt es doch nicht. Die will immer sofort einen Heli haben, ne? Treff den Piloten nicht. Und treffe ich da irgendwas? Nö. Absolut nö. Jetzt haben sie noch irgend so ein Militärfahrzeug im Nacken. Ich will ungern meinen Supremo einsetzen für so eine Aktion jetzt hier. Aber anscheinend muss ich. Komm, das Ding ist so gut wie down. Ich will ihn jetzt runterschuten. Also, geht doch. Suchgebiet, was suchen wir denn hier? Was suchen wir hier? Die Baseballmaschine, richtig. Vielleicht hier drüben. Ja. So. Ganz schön groß, wo habe ich hier hingeschoben? Na gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird Zeit, uns ein Kampfflugzeug zu organisieren. Kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.